Oh, das ist eine Katze. Katze! Oh, die macht Fußstapfen. Guckt euch die Katze an. Ah, ich sehe nichts. Ah! Wo ist die Katze? Ey! Ey, die Katzen? Ey, da, ey! Ey, nein, nein, nein! Ah! Gehen sie auf! Ah! Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR mit mir, dem Ratzler. Ja, heute wieder mal im Umland. Wir waren jetzt wieder ein paar Folgen lang in der Stadt, ich glaube die ganze Woche sogar. Und jetzt haben wir wieder Umland. Der Helikopter, der ist da gespawnt. Dem bin ich hier nicht hergeflogen oder so. Ja, wir fahren jetzt hier in der Nähe der Gleise rum, weil mir gesagt wurde, dass dort Einsätze sind. Zum Beispiel ein Suspected Meth Lab, da, oh Gott, das ist ja voll, wobei nicht mehr weit weg. Pass auf, da, fahren wir mal hin. Die Frage ist, wobei das ist Suspect, wobei es Respawn Code Free, nicht Respawn Code, Respawn Code, mein Gott. Jetzt regen sich die Leute wieder auf. Jetzt komme ich hier drunter. Oh, ja gut, ist eh schon kaputt, das kann man auch gleich runterfahren. Jetzt habe ich eh schon die Front kaputt gemacht in meinem Wahn. So, Suspected Meth Lab. Ich weiß, ob die Leute bewaffnet sind. Oder ob das friedliche Meth-Foranten sind. Das wird sich gleich zeigen. Das ist beim Alien-Ding, oder? Hier sind noch immer diese... Ne, das Alien-Ding ist woanders, da hinter dem Berg. Das ist da hinten. Na gut, wir parken mal und sehen uns die Sache an. Oh, das ist eine Katze. Katze! Oh, die macht Fußstapfen. Guckt euch die Katze an. Ah, ich sehe nichts. Ah! Wo ist die Katze? Ey! Ey, die Katzen? Ey, da, ey! Ey, nein, nein, nein! Ah! Gehen sie auf... Ah! Gehen sie auf den Boden! Weißt du, man guckt sich einmal Katzen an und schon kommen irgendwelche Mongos ohne T-Shirt und schlagen einen, ja? Naja, das ist halt hier das Umland von Los Santos. Nur was von Los Angeles. Ich sage jetzt immer Los Angeles. So, den nehmen wir mit. Ich werde mich nicht weiter um sie kümmern, weil wir haben eigentlich einen anderen Einsatz. Aber dann, sie haben die Katzen verscheucht, die ich jetzt bewundert habe. Finde ich nicht gut. Jetzt müssen wir noch warten auf einen Transporter, der da hinten durchs Gemüse fährt. Ganz professionell. Achso, warte mal. Ich wollte noch die Zeit hier, ne? Zeit auf... Machen wir mal hier so um 18 Uhr oder so. Ja, genau, der fährt sich erstmal alles kaputt. So, der fährt jetzt dahin und wir kümmern uns weiter um das Meth Lab. Komm mal. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein, ich brauch die Combat Pistol. Ah! Ah! Oh Gott, ich brauch Backup, ich brauch Backup. Ah! Gehen Sie auf den Boden. Alter, ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Serok schreit wieder. Ich muss weg. Ich muss die Kollegen machen. Ich muss die Kollegen. Ey, fahren Sie nicht weg. Helfen Sie mir. Ja, genau. Kommen Sie mal her. Ey, gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Lassen Sie das Messer fallen. Alles ist gut. Oder dann wird geschossen. Wir sollten uns beeilen. Oh Gott, da wird gekämpft wieder. Wir brauchen noch ein bisschen mehr SWAT. Und Local Patrol. Jetzt gehen sie schnell wieder auf den Boden. Ich muss mich um ihre Kollegen. Ich muss mich um ihre Kollegen kümmern. So. Ist da noch irgendwas? So für sie und den Transporter. Ich glaube, die Kollegen haben sich darum schon gekümmert. Wir checken es aber trotzdem nochmal ab. Alter, der Typ wird voll umgefahren. Gibt's ja nicht. Aber ich glaube, alle sind tot, oder? Jetzt haben wir hier umsonst Backup geholt. Hier ist noch ein Motorrad, Hä, wo sind denn die ganzen Leichen? Oder wo sind denn die Leute überhaupt? Wo sind denn die gestorben? Hier sind sie nicht. Ich hab keine Ahnung, wo die sind.
klettern hier mal drüber. Hä, wo sind die Leute? Wo liegen die? Naja, wir checken das auf jeden Fall erstmal. Oh, wir haben eine leichte Wunde am Bauch. Ist da was drin? Ein Make-up-Bag. Auf der anderen Seite? Hm. A pair of binoculars. Wieso ist das gelb? Ferngläser sind verdächtig, alles klar. Das heißt, wenn ihr ein Ferngläser im Auto habt, würde ich mich vor der Polizei verstecken. Diese krasse Schusswunde mit den Dingen drin. Eine Schusswunde, ein Schussloch. Haben wir eigentlich was abbekommen? Also hat unser Auto was abbekommen? Außer den Kratzer, den ich da vorhin reingefahren habe. Glaub nicht, glaub nicht. Gut, die Leichen, die finde ich jetzt nicht, aber wir müssen auf jeden Fall einen Corona für die holen. By the way, warum ich keinen keinen Krankenwagen hole? Schlichtweg aus dem Grund, weil ich es immer vergesse. Und weil die Chance so niedrig ist. Also, Leute, die ein bisschen länger zuschauen, wissen ja, dass ich das ja mal gemacht habe, eine Zeit lang. Und irgendwann in der 7. Folge oder so, nachdem ich das gemacht habe, ist dann auch mal was angekommen. Also ist dann jemand wiederbelebt worden. Und ganz ehrlich, das lohnt sich irgendwie nicht. Weißt du, der Krankenwagen, die zumindest gleich mitnehmen würde, würde ich es machen, aber dann müsste ich ja nur noch... Weißt du, das ist dann alles nicht so toll, so wir biegen hier mal ab. Oh, ein Coyote. Haben wir das mehr für eigentlich abgeschlossen? Das hätten sie eigentlich abschleppen sollen, ne? Naja, machen die Kollegen dann. Fight in progress, da gehen wir mal hin. Was nämlich, danke. Guck mal, das sind vorbildliche Autofahrer. Achso, wir dürfen beide mal reparieren. Ich darf meinen Kratzer, Oga, da hinten ist das schon. Ja, genau, steig am besten da aus. Ey. Wieso good work, ey. Geht sie bitte auf den Boden. Jetzt hat der mir gerade ernsthaft good work gesagt, weil die sich gegenseitig gekillt haben. Toll. Das war aber eigentlich nicht Sinn der Sache. Na komm, wir holen hier mal... Ich hole mir hierfür mal EMS-Unit. Ja, genau so. Mal gucken, ob der wieder belebt werden kann. Aber das lohnt sich halt einfach nicht. Ich hoffe, ihr versteht das, weil irgendwie... Sonst muss ich immer warten, bis der Krankenwagen weg ist und dann wieder ein Corona holen. Und das würde die Folge halt... Oh, Leute, er lebt! Okay, ich habe nichts gesagt. Ah! Was? Was fand ich mich? Okay, sie hat gelebt. Ah, nee, sie lebt noch. Okay. Was ist denn nicht? Wieso fahren die mich hier um, Alter? Ey, hupen sie mal nicht hier. Ich möchte gerne zu meiner Karre gehen. Danke. So. Wir drehen mal. Und wir sollen uns in der Nähe Gleise aufhalten. Wir dürfen auf jeden Fall wieder einmal reparieren. Ich glaube, wir haben eh nichts abbekommen, aber einfach nur, um sicher zu gehen. So. Homicide. Alles klar, da gehen wir hin. Ja, das ist auf jeden Fall neben den Gleisen. Das ist auf jeden Fall neben den Gleisen. Ach du Scheiße. Ach so, das sind die hier gar nicht. Die chillen hier bloß. Okay. Das ist da hinten. Ey, nehmen Sie die Waffe runter. Ey. Nehmen Sie die Hände hoch. Nehmen Sie die Hände hoch. Auf den Boden. Okay, wir haben Backup aus irgendeinem Grund. Der hat doch die Waffe, das heißt, wir sollten aufpassen. Okay, aber er lässt sich festnehmen. Gut. Ich finde es blöd, dass das Opfer immer wegrennt. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber naja. Ich bei mir einsteigen. Nee. Wir warten jetzt hier auf... Genau. Auf den Herrn hier. So. Ja, okay, gut. Wir haben abgeschlossen. Und fahren weiter.
Ja, okay, warte. Ich sollte mal aufs Weg fahren hier. Irgendwie hier so. Die Tage kommt vielleicht eventuell noch ein Special-Video. Mit ein paar altbekannten Menschen. Aber ich möchte dazu noch nicht so viel verraten oder auch noch nicht so viel ankündigen, weil es wirklich nur vielleicht ist. Aber ihr könnt euch, ja, wo du auf was freuen, kommt drauf an, ob ihr das mögt oder nicht, aber auf jeden Fall kommt da eventuell was. Aber mehr sage ich dazu nicht. So. Jetzt sind wir hier am Airfield. Oh, wie schön das aussieht, ey. Das sieht so wunderbar aus. Sollen wir mal ein paar Leute kontrollieren, vielleicht? Na komm, nee. Kommt da irgendwie was? Nee. Shots fired at officer. So, da gehen wir jetzt hin. Und da werden keine Menschen sterben. Hoffe ich zumindest. Und am wenigsten hoffe ich, dass wir sterben. Shots fired, okay. Der hat auch so eine Karre wie wir, das heißt, wir können es da gut verstecken. Nein, nicht Taser, Gefechtspistole. So, wo ist denn hier der... Ah! Wo ist denn hier der... Gegner? Hallo? Sie wurden angeschossen. Okay, dann haben wir halt Domestic Disturbance. Kann ich auch mitleben. Dann geh mal dahin. Ich glaube, Shots Fired hat sich in Luft aufgelöst. Gut. Domestic Disturbance ist aber, glaube ich, kein Code Free Typ. Das ist eher Code 2. Dennoch wäre ich sehr schön froh. Sehr froh, wenn sie auf die Seite fahren. So. Was ist hier hinten? Oh, die Karre rollt. Egal. Kommen wir hier irgendwie rein? Müssen die da Eingang? Helfen Sie mir. Oh, okay, halt so. Ich glaube, das Ding hat hier keinen Eingang. Guten Tag. Oh Gott, da ist ja auch einer. Okay, ich mache erstmal Taschenlampe. Guten Tag. Kann ich mit Ihnen irgendwie reden? Oh Gott, ich glaube, das wird gleich Stress. Nein, 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 nein. Ich möchte mich nicht. Ey. Ey. Nehmen Sie die Hände hoch. Oh Gott. Nehmen Sie auch die Hände hoch. Wir brauchen Backup. Okay. Sind Sie auf dem Boden? Oh Gott. Okay, das haben wir, glaube ich, noch gerade so gerettet. Sie gehen auch auf den Boden. Oder beziehungsweise sie lassen sich festnehmen. Nice, sie haben es geschafft, ohne jemanden umzubringen. Das ist schön. So, warte, den hier. Mit dem können wir nichts machen, oder? Interact. Ask ID. Und gucken. Suspect. Weiß nicht, Cospe. Cospe. Gaspero. Irgendwie so. A broken pencil and a bagel of cocaine. Der wird auf jeden Fall mitgenommen. Aber er hat keine Verstöße. Das heißt, wir nehmen ihn auf jeden Fall mit wegen dem Kokain. Aber sonst hatte er eine reine Weste. Tunung auf hatte. Boah, was hier für ein Polizeiaufgebot ist, ey. Jetzt habe ich ja trotzdem keine Tür. Wo ist die? Was? What the fuck? Ich glaube hier, das ist glaube ich die Tür hier, oder? Kommt er da durch? Kommt er nicht durch? Ist aber nicht gut jetzt. Wir sind hier die Kack... Alter, what the fuck, das backt hier glaube ich ein bisschen rum. Naja gut, dann halt, backt es halt ein bisschen rum. Alter, wie viel Polizei hier ist jetzt. Ich krieg immer einen Anfall, wenn da so viel Polizei steht. So. Aber der ist weg, oder? Wir können jetzt Einsatz abbrechen, beziehungsweise haben den jetzt beendet. Das war doch jetzt ein guter Einsatz. Der war chillig. So. Achso, können wir ausmachen, beziehungsweise so. Das war wieder die Sirene, wenn wir auf die Taste drücken.
So. Boah, man sieht hier einfach nichts, wenn es Nacht ist. Ey, sind die Chance, ist halt so ein Kaff. Weißt du, da stellt man sich die. Oh. Okay, ich glaube, wir müssen mal kurz. User joined your channel. Ja, nice. Okay, ich bin noch nie mehr auf unserem Teamspeak. Es tut mir leid, ich glaube, ich muss mal eben EMS holen. Scheiße. Ich hab einen Unfall verursacht. Naja, dann können wir mal die Chance nutzen, die Karre durchsuchen, ne? Gott, ich hoffe, die können den noch wieder beleben. Gymbag. Nein, bitte fahren Sie nicht so dicht hier ran, ja? Hier ist gerade ein Unfall passiert. A train ticket to Harmony. Okay. Und was ist das hinten im Kofferraum? Wieso kommen jetzt zwei Krankenwägen? Egal, dann kommen halt zwei. A tennis ball. Okay. Ja gut, ich glaube, die können dafür nichts machen, oder? Für den. Ich mache euch mal ein bisschen Licht. Würden Sie bitte ein bisschen, wir machen hier mal eben Absperrung. So. Und du, da hinten wird eh durch den Krankenwagen abgesperrt. Ja, es kommen alle. Super. Toll. Okay, für den kann man nichts machen. Das heißt, für den rufen wir Corona. Jetzt sind Sie doch mal ruhig. So haben wir dich schon abgeschleppt hier. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall abgeschleppt. Oh Gott, was machen die jetzt? Was macht denn das? Okay. Okay, ich lasse das mal so unkommentiert stehen. Ich glaube, die Karre kann man auch gleich abschleppen lassen, weil da wird wohl niemand mehr zurückkommen. So, und ansonsten haben wir, glaube ich, ja, jetzt bitte machen Sie nicht so viel Lärm. I'm getting too old for this job. Ja, denke ich mir auch. So. Wir dürfen auf jeden Fall einmal reparieren und machen Sirenen wieder aus. Man sieht echt nichts und das finde ich irgendwie geil. Ah! Toll. Ich kann wieder am Arsch. Was macht denn der Officer hier? Ich verstehe es nicht. Possible Hooker. Nee, komm. Hostage Situation. Das klingt doch schon besser. Da fahren wir hin. Oh, das ist da hinten. Oh Gott, ich bin in den Zaun gefahren. Ich sehe nichts. Nehmen Sie die Hände hoch. Nehmen Sie die Hände hoch. Ey. Nehmen Sie die Hände hoch. Lassen Sie... Ey, die haben die Pistole eingesteckt. Das finde ich nicht freundlich von Ihnen. Nehmen Sie jetzt fest. Ich hoffe, Sie werden mich nicht verletzen. Perfekt. So, Sie gehen mal bitte auf den Straßenrand hier, damit der Verkehr weiterfährt. Ja, jetzt beruhigen Sie sich. Ja. Sonst noch jemand? So, ich werde abgeführt. Okay, perfekt. So, wir fahren weiter. Wir sind in den Maschendrahtzaun gerast. In den Maschendrahtzaun. Das wird dann hoffentlich die Staatskasse übernehmen. Beziehungsweise unsere Polizeiwache. Dafür haben wir noch aus der Situation geklärt, ja? Vielleicht war es nötig. Das heißt, vielleicht, es war sicher nötig. Zumindest ist das unser Argument. In echt waren wir einfach zu hastig und sind einfach so schnell aus dem Auto gesprungen. Domestic Disturbance. Ja, das machen wir nochmal, oder? Das machen wir, mit Code 2 aber. Weil so wichtig ist das jetzt nicht. Glaube ich. Außer sie sagt mir Code. Ja, nee, ich kann ihr Auto. Sie müssen leider als Abschlepper rufen. Ich kann leider nicht. Ich habe einen anderen Einsatz. Ah, wieso steht die Karre hier? Okay. Oh, lol. Oh Gott. Gehen Sie da runter. Ah. Brauchen Backup. Backup. Scheiße, Alter. Alter. Wir werden beschossen.
Alter, man hört die Kugeln hier, ich meine das Rad am besten. Okay, es scheint wohl etwas härterer Fall von Gewalt zu sein. Scheiße, Alter. Mir ist zu gefährlich, um jetzt hier rumlaufen. Man sieht halt einfach nichts. Hallo. Haben Sie eine Waffe dabei? Gehen Sie mal bitte auf den Boden. Aber nutzt es. Aber ich glaube, Sie haben eh nichts. Okay, dann können. Oh. Ey. Ey. Auf den Boden. Auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Sie können wieder aufstehen, aber Sie gehen auf den Boden. So. Nein, jetzt habe ich den falschen fest. Sie möchte ich hier festnehmen. Nein, nicht. Sie können wieder aufstehen. Oh fuck, scheiße, das wollte ich nicht. Nein, sie. Ich möchte ihn hier festnehmen. Na gut, dann nehme ich sie jetzt einfach einmal fest. Meine Fresse. Dann machen wir es halt auf dem Weg. Nehme ich jetzt sie fest, aber sie werden dann gleich wieder freigelassen und sie nehme ich auch fest. Und sie werden nicht freigelassen. So. Für sie, release. Ich release sie mal bitte hier. Hallo. Ach man, wieso kann ich den nicht freilassen? Nicht auf den Boden setzen. Ah, ich krieg einen Anfall. Ah. Sonst sind sie freigelassen, sie dürfen sich wieder frei bewegen, aber sie werden natürlich abtransportiert. Oh, guck mal. So. Da vorne kommt auch schon der Transporter. Hi. So. Mein Gott, ey. Boah, was sind das hier bitte für Spuren, ey? Ich glaube, wir haben ein bisschen was abbekommen, oder? Also unser Auto meine ich jetzt. Was wir das abbekommen haben, war auch klar. Wir waren irgendwie nur noch Half-Life am Ende. Nicht mal. War nicht mal Half-Life, wir waren Viertel-Life, whatever. Naja, auf jeden Fall ist das ziemlich krass. Und ich würde sagen, in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder von LSBDFA. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge, die hoffentlich morgen kommt. Oder ansonsten halt in einem anderen Video. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.